Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Farming Valley. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr durchs Mikrofon. Aber ja, dadurch hat sich jetzt auch einiges wieder verzögert mit der Aufnahme und so weiter. Was ich aber noch weiß von der letzten Aufnahme ist, dass ich was vorhatte. Und zwar, ja, fange ich doch mal gleich an mit den Vorbereitungen. Und ich sehe es gerade auf der rechten Seite. Ja, Backpacks. Wir wollen Backpacks herstellen. Und ja, dafür brauchen wir ein bisschen Holz. 28 könnte richtig sein. Naja, ich nehme es einfach mal mit. Wir brauchen Platz im Inventar. Mal gucken, kann ich irgendwas hier rausschmeißen? Das kann ich rausschmeißen und die Torch kann ich rausschmeißen. So. Und ich sehe im Hintergrund, es wird gerade dunkel. Und ich sehe schon einen Zombie-Punkt. Oder einen roten Punkt. Das muss ja kein Zombie sein. Da will ich mich mal ein bisschen beeilen. Fäden haben wir noch mehr als genügend. Ich glaube, ich brauche Fäden und Federn. Ich glaube, ich brauche auch Federn. Das werden wir gleich feststellen. So. Da fangen wir schon mal an mit den ersten paar. Und zwar, Mining Backpack kann ich leider nicht herstellen. Den muss ich kaufen. Aber dafür hat er ein paar Besonderheiten. Digging Backpack, was brauche ich da? Chisel Stone. Okay. String, Wolle und natürlich Kisten. Okay, das mit der Wolle habe ich vergessen und Chisel Stone klingt jetzt auch nicht sehr. Ach so, ich bin noch auf meinem Fahrrad. So, Zombie ist okay, sage ich jetzt einfach mal. So, ich hoffe, wir brauchen nicht zu lange für das ganze Zeugs. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel Wolle ich brauchen werde, also wie viele Rucksäcke ich überhaupt jetzt mache. Ich weiß, ein paar sind sinnlos, das habe ich mir gemerkt. Also von meinen Vorbereitungen habe ich mir das gemerkt. Aber dazu kommen wir gleich. So, 8. 8 könnten erstmal reichen. Probieren wir aus. So, erstmal machen wir hier Holz draus. Machen wir 16, das sind 2 Kisten. 32, das sind dann 4 Kisten. Kommt doch perfekt hin. So. Und dann gucken wir mal. Das hier brauche ich nicht unbedingt, glaube ich zumindestens. Mining Backpack, Woven, Digging Backpack. Okay. Da fehlt der Stone. Ja. Und ich höre was? Oh ja, da ist ein Zombie ganz in der Nähe. Okay, verschieben wir das Ganze auf morgen. Ich habe hier keine Lust. Und ich sehe Zombies bei meinen Dorfbewohnern. Seht ihr das hier, da wo die Maus ist? Das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Oh, ich hoffe, der Großteil des Dorfes überlebt das. Ach, Mist. Das ist sowieso eine ziemlich schlechte Idee gewesen, hier so nah bei den Dörfern zu siedeln. Jedes Mal, wenn ich irgendwas vorhab, dann. Ja. Ach so, wir brauchten Steine. Schon wieder vergessen. 2 Steine, das ist doch schon mal in Ordnung. Dann brauchen wir Holz für den nächsten. Was brauchen wir denn noch? Hier brauchen wir Holz. Hunting. Hunting ist gut. Da brauchen wir Federn. Ich glaube, die habe ich sogar mitgenommen. Adventuring Backpack. Genau, das ist der, den wir nicht brauchen. Weil hier steht alles drin. Hier wird alles drin aufgenommen, was in dieser Datei drin steht. Die habe ich mir mal angeguckt vor längerer Zeit und die ist komplett leer. Und da es kein Update oder sowas gab, glaube ich, da brauchen wir die nicht. Deswegen, aber Building Backpack könnte noch sinnvoll sein. Und dann gibt es hier noch ein paar extra Backpacks von Railcraft. Aber ich glaube, das interessiert uns erst dann, wenn wir das Railcraft-Zeugs haben. Und hier wäre auch nochmal Wolle drin gewesen. Egal, jetzt lass mal die. Was braucht man? Federn, das, das. Clay, 2 Clay brauchte ich noch. Okay, das sollte doch jetzt reichen. Dann legen wir mal los. Du da. Du da. Oh, das könnte Platz. Oder? Es müsste genau aufkommen, oder? Hunter. So, dich lass mal in Ruhe und du. Wir hatten sogar noch Platz frei. So, da passen die jetzt alle hier hin irgendwie. Nehmen wir das noch mit hier rein. Ja, da haben wir eine Lebensmittelleiste, eine Trinkleiste. Den Bogen hätte ich gerne noch irgendwo hier unten. Sickle brauchen wir jetzt eh gerade noch nicht. Ja, so gefällt mir mein Inventar. Schön, dass das alles so schnell und so gut klappt. Und wir gucken mal ganz kurz im Dorf, ob da noch alle leben. Ich höre was. Ich sehe auch einen roten Punkt auf der Karte. Moment, der rote Punkt ist da.
Aber was lebt denn jetzt noch so lange? Skelette? Wo bist du, Gegner? Ach, da könnte eine Höhle hier unten sein. Das würde passen, sonst hätte ich ihn ja schon gesehen. Da oben ist er wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe was wieder in der Nähe von meinem Dorf. Oder in meinem zukünftigen Dorf. Seht ihr es auch? Ah, wir müssen... Ja, ich sag das zwar fast jeder Folge, aber irgendwas muss ich hier machen. Okay, jetzt ist es weg. Es ist hier drin. Bauen wir das gleich mal mit dem Backpack ab. Ist es hier drin überhaupt? Nicht wirklich. Aber hier haben wir Kohle. Falls wir mal große Mengen an Kohle brauchen. Oder große Mengen an Pistons. Oh, was haben wir hier drin? Oh, eine Iron Pickaxe. Sehr schön. Und ein Diamanten. Okay, der erste Diamanten, den wir haben. Und Engineer's Blueprint. Okay. Cool. Den Diamanten will ich auf jeden Fall haben. Rüstungsteile. Basic und Rare. Und das Ding ist auch Basic. Ein Apfel. Ach so, die Apfelstecken, ja. Ich lasse es erstmal da liegen. Komme ich ja früher oder später sowieso vorbei. Hoffe ich zumindest. So, Dorfbewohner sind alle noch am Leben. Die roten Punkte ignoriere ich jetzt. Umso mehr ich danach gucke, desto schlimmer wird es ja sowieso. Und machen wir erstmal unsere täglichen Pflichten. Das heißt, erstmal gießen. Gießen und eventuell ernten. Könnte jetzt bald reif sein, das Ganze. Und wo will ich denn hin? Meine Felder sind da. Ich habe mir extra sogar so einen schönen blauen Strich gemacht, damit ich die finde. Oh Gott, ich habe mich gerade vor der Fackel erschreckt. Ja, das ist, wenn man eine Weile nicht gespielt hat, dann ist alles wieder neu. Gießkanne ist noch voll geladen. Wir könnten uns mal eine zweite besorgen, wenn das geht. Ach so, und ja genau. Wir hatten doch schon die erste große Ernte. Und da war doch das Problem, dass ich nicht rechtzeitig zum Dingens gegangen bin. Zum Supermarkt, oder? Sonst hätte ich doch das hier replantet. Meine ich zumindestens. Heute geht's auf jeden Fall nicht mehr. Kann ich die Zwiebel nicht mehr aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Nehmen wir mal gleich den Forest Tree. Und da können wir das hier reinschmeißen. Und Hunting, da können wir die beiden reintun. Ist sogar schon aufgesammelt worden. Kann ich das Ding eigentlich lernen, wenn ich es rechtsklicke? Okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das muss ich mir noch anschauen. Aber jetzt müsste ich zumindest diese doofe Zwiebel einsammeln können. Genau, das ist doch schon mal schön. Das ist schon gewortet. Ach, schön, wenn ich jetzt gleich wieder am Anfang durcheinander komme, was gewortet ist und was nicht. Aber wir brauchen dringend so schnell wie möglich eine bessere Gießkanne. Das ist ja furchtbar hier. Aber zumindest geht's überhaupt. Ich finde das auch irgendwie immer noch ganz angenehm. Ja. Und das hier noch. Übrigens, die leeren Felder gieße ich auch, weil ich die sonst am nächsten Tag gleich wieder pflügen kann. Wenn ich Pech habe. Und der gießt nicht alles. Ah, ist ja noch schlimmer. So, ich hoffe, wir verbringen nicht den ganzen Tag wieder mit Gießen. Das wäre ziemlich blöd. So. Ich versuche mal aufzupassen, dass ich auch auf der anderen Seite immer alles gegossen habe. Und ich habe Hunger. Ach so, deswegen hatte ich mir doch, Moment. Ist auch eine Möglichkeit. Genau, das hier war es doch. Ja, eben, wir können doch gleich mal unsere Zwiebel essen. Oder die hier. Die sind schnell, einfach, billig herzustellen. Und jetzt haben wir wieder volle Nahrung bei dem Ding. Hoffe ich zumindestens. So, das reicht jetzt aber auch wirklich. Und weiter geht's mit Gießen. Juhu. Ich glaube, wenn ich stärker nach unten gucke, dann wird auch häufiger was gegossen. Zumindest ist so meine Theorie.
Weil er länger über die verschiedenen Felder hovert. Hier war doch was nicht gegossen. Okay. So. Wir haben wirklich fast den ganzen Tag damit verbraucht. Am nächsten Tag müssen wir unbedingt aufpassen, dass ich rechtzeitig einkaufen gehe. Sonst wird das hier nichts mit meinen Zwiebeln. Und weil ich eh verschnupft bin, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, das dann alles im Zeitraffer wieder zu machen. Aber zumindest am Anfang will ich noch ein bisschen was reden. Und eventuell die nächste Folge oder der letzte Teil dieser Folge oder beides, den kann ich dann ruhig einen Zeitraffer machen. Ist sowieso ganz gut. Dann komme ich dann nicht mehr so in Verzug mit Aufnehmen, weil ich die Folgen einfach so machen kann. Ganz egal, wie es mir geht. Das sieht man ja dann nicht mehr. Genau, wir hatten einen tollen Diamanten gefunden. Und hier ist alles noch in Ordnung, alles sicher. Kann man eigentlich hier unten durch? Das wäre nicht gut, wenn man es könnte. Ach so, das habe ich jetzt in einem Forestry-Rucksack abgelegt. So. Kriege ich das hin? Ja. Hier ist alles abgedichtet. Das sieht noch ein bisschen kritisch aus. Und mein Holz ist alle. Ist aber auch nicht so schlimm, wir haben ja alles, was wir brauchen. Und ein paar Sachen jetzt wieder zur Seite legen. Genau, der Diamant kommt in die Metallkiste. Die Zwiebeln am besten verkaufen gleich. Außerdem haben sie so... Ich habe schon Zwiebeln gegessen, sehe ich gerade. Okay. Durst muss ich dann wieder... Engineering Blueprint, wo kommst denn du hin? Erstmal in die sonstige Kiste. Genauso wie das Zombie-Fleisch. Ist hier überhaupt schon was drin? Ah, hier hatte ich noch was reingelegt. Genau, und Building ist auch schon was reingelandet. Mal gucken, was im Building gelandet ist. Ah, die Torch. Okay. Und hier war das da. Erstmal wieder zurück in die Kiste damit. Wolle kommt zu den Blöcken, auch wenn das wenig Sinn macht. Und Torches hatte ich hier. Obwohl, ich muss weiter meine Sachen ausleuchten. Egal. Jetzt haben wir erstmal die Sachen. Onion, ich weiß nicht. Soll ich mal Onions aufheben? Achso, ich kann mein Fahrrad nicht besteigen, wenn... Ich kann mein Fahrrad beschießen, interessant. Ich will es aber eigentlich... Ja, fahren. So, Onions hier rein. Ah, die würde ich eigentlich auch am liebsten verkaufen. Aber wir lassen es erstmal. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Apropos Geld. Oh, ich vergesse das fast jeden Tag. Und jetzt besonders, da ich eine größere Pause gemacht habe. Unsere Hühner und Kühe, also unser Huhn und unsere Kuh, die brauchen auch noch ein bisschen Diebe. Haben wir da hier noch das Zeug drin? Ich sehe es erstmal nicht. Erstmal, hallo Huhn. Ja, du freust dich. Hier hast du ein bisschen Nahrung. Ah, du hast noch genug Nahrung. Dann schmeiße ich das da rein. Hier, leg mal ein Ei. Wo bist du denn jetzt? Ja, du sollst neben die Nestbox und dann sollst du ein Ei legen. Dann eben, ne? Aber zumindest verhungert es nicht. Und das zweite war die Ranch. Wozu mache ich mir die ganzen Notizen, wenn ich sie dann eh nicht beachte? Ich weiß es nicht. So, hier müsste doch meine Kuh gefangen sein. Genau. Erstmal streicheln. Und dann bürsten, melken und füttern. So. Bürsten. So, da waren die Herzen. Mit der Hand füttern, das ist sowieso am effektivsten. Und ich glaube, das war die Milch. Ja, Milch haben wir jetzt zumindest. So, der Rest kommt hier wieder hier rein. Und das war's eigentlich. Das wieder zurück. Ah nee, hier war das Schwert. Brauchen wir jetzt vielleicht auch wieder, weil schon wieder so spät ist. Meine Güte, die Tage vergehen hier wirklich. Ich weiß nicht. So.
ein Fahrrad nicht aus Versehen abschießen. Ach so, das war hier diese Lavagruft. Da falle ich jetzt zwar sanfter als auf Lava, aber trotzdem. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht aus Versehen ertrinke. Und dann ist schon der nächste Tag wieder rum. Wow. Das geht schnell. Also wirklich ziemlich, ziemlich schnell. So. Und unsere erste Tomatenernte ist reif. Und wir sehen gleich mal, dass wir hier irgendwie vergessen haben zu gießen. Eines Tages. An einem Tag. So. Hier wird eher zufällig mal was gegossen. Aber zumindest sollten wir dann am nächsten Tag, also der 11. Sommer, sollte man dann richtig viel Geld haben. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt auch schon wieder alles ausgeben. So, gebt mir all eure Tomaten. Und dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Wasser. Achso, das dauert jetzt natürlich noch länger, weil ich jetzt zweimal das ganze Zeug abgehen muss. Erstmal zum Ernten und das zweite Mal zum Gießen. Oder ich gehe so. Ah, deswegen hat es nicht funktioniert. Deswegen glaube ich zumindest. Kann auch andere Gründe haben. So. Auf jeden Fall, ja. Tomaten, hurra. Sollten einiges bringen. Dann kommt der Mais noch und dann haben wir richtig viel Geld. So, ab um 10 muss ich mal drauf achten, dass ich dann zu dem einen Job laufe. Und die Gießkanne ist leer. Aber zumindest kann ich doch jetzt noch ernten. Geht das zumindest noch ein bisschen? So. Da hinten ist nichts mehr an erntbarem Zeug. Dann Gießkanne und weiter geht's. So. Ach, das ist nur so ein Sonnenfleck durch den Shader. Ich habe mir übrigens überlegt, ob ich den Shader wieder rausmache. Einfach um einen besseren Überblick zu haben. Denn durch den Schatteneffekt, da sieht man das ja manchmal wirklich ziemlich schlecht, ob was gemacht ist oder nicht. Und ich glaube, ich habe schon... Ja, ich glaube nicht, ich sehe es. Ich habe schon wieder Hunger. Ach, können wir doch gleich mal eine Tomate essen. Was haben wir denn noch nicht gegessen? Ah, das Brot hat noch einen Wert. Erstmal noch eine davon. Die gehen ziemlich schnell weg. Und ein Apfel. Lecker Apfel. Und wieder zurück zum Gießkannen-Dingens. So. Das mache ich einfach nur, weil mir langweilig ist. Also nicht wirklich langweilig, aber ich will mal ein bisschen was anderes machen. So. Gießkanne immer schön voll halten, denn dann... Ich glaube, das ist ineffizienter, was ich gerade mache. So. So, das hat man schon. Das hier noch. Aber das ist doch auch albern, wenn ich jetzt nochmal extra kontrollieren muss, ob alles gegossen wurde. So. Auf den ersten Blick ist jetzt alles gegossen. Auf dem zweiten auch. Ja, okay. Los, Fahrrad, wo bist du? Da hinten sehe ich dich. Auf zu Jenny. Beziehungsweise erstmal doch unsere Tomaten verkaufen. Sind die zufällig auch hier drin gelandet? Nein? Alles da. So, Tomaten hier rein, Tomaten hier rein. Vielleicht hätten wir uns noch ein paar aufnehmen sollen, aufheben sollen. Aber nö, habe ich jetzt so entschieden. Wir wollen zu... Julif. Julif ist das entsprechende Ding. Da steht auch Jenny daneben. Und dann brauchen wir ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie viele. Ach nee, das ist Jade, nicht Jenny. Jenny, wo bist du? Hast dich wieder im Keller versteckt? Okay. Ja, okay. Komm her, du. Job. Onions. Wir könnten eigentlich gleich unser ganzes Geld da drin verballern. Oder wie? Ich lass mal 1000. So. Wie viel haben wir denn da jetzt? 23. Das reicht eine Weile.
Ah, blödes Spinnennetz. Stirb! Was habe ich denn jetzt bekommen? Ah, das ist im Hunting-Rucksack gelandet. String. Okay, also das, was ich sowieso die ganze Zeit zu viel habe. Aber egal, ich finde das auch furchtbar hier, dass hier überall diese Spinnenbeben sind. Die bringen mir auch keine Atmosphäre. Ich finde das eher albern. Deswegen kein Mitleid mit Spinnenbeben. Ja. So, und zurück zum Feld. Vielleicht mache ich mir auch noch ein Markierungsfeld. Vanilla Mine ist anscheinend noch nicht genug. Ich brauche noch die extra Markierungsfeld. So. Dahin, dahin. So. So, extra Felder lege ich jetzt nicht mehr an. Das ist sowieso schon viel zu viel zum täglich gießen. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Grinden. Was brauchen wir denn unbedingt? Erstmal, wir brauchen keine Onion-Sarts mehr. Also hier rein mit euch. Hoffentlich vergesse ich das nicht, dass ich hier noch Onions drin habe. Ich habe hier sogar noch ein bisschen Rüstung drin. Achso, das Holz brauche ich jetzt gerade auch nicht. Hier rein mit dir irgendwie. Beziehungsweise, ja, du steckst ja schon. Den Eimer. Auch nicht wirklich. Bevor ich den dann wieder irgendwie verliere. Ich glaube, wir gehen jetzt minen. Wir brauchen sowieso als nächstes Mining... Zeugs. Da brauche ich die Sickle nicht. Da brauche ich die Axt wahrscheinlich nicht. Der Rest kann erstmal bleiben. Ja. Die Gießkanne. Ach so, und die Hacke. Die Hacke brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Besonders nicht aus Stein. Dafür tun wir das da hier hin. Oder erstmal das. Das andere will ich mir aufheben für wertvollere Mineralien. Oder wenn es mir zu lange dauert. So, da ist die Vanilla Mine. Die müsste jetzt eigentlich auch so ausgebaut sein, dass ich da mit dem Fahrrad rein kann. Ach so, Torches. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich fahre natürlich komplett in die falsche Richtung. Und verschwende damit noch mehr Zeit. Torches, Fackeln. 6 Stück ist ein bisschen wenig. Nehmen wir noch ein paar Sticks mit. Und Kohle können wir unterwegs finden. Es war ein bisschen schade drum, aber... Hier ist auch eine Mine. Hatte ich vielleicht mal so angefangen. Aber ich gehe jetzt da hinten weiter. Ach so, auf dem Fahrrad. Mein ist natürlich ein bisschen schwierig. Es geht natürlich. Hallo? Ah, jetzt. Aua, aua, aua. Egal, ich mache hier weiter. Wäre ja noch schöner, wenn ich hier was lernen würde. Hier müssen wir... Interessant, diese Kohleader. Macht mir so ein bisschen meinen ganzen Plan kaputt. Obwohl, so geht's ja wieder. So geht's. Ganz schön viel davon. Das wäre doch zum Moment für die Steinpickaxe. Achso, da brauche ich ja bloß das hier drücken. Eisenpickaxe meine ich doch. So. Und das hier ist so spannend, man könnte es eigentlich vorspulen.
Okay, ich spreche mal wieder mit euch. Erstens, ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen verbaut, was die Fahrertauglichkeit von dieser Mine angeht. Es geht zwar so, aber... ja. Obwohl, ich glaube, das war sogar schon beim letzten Mal so. Egal. Außerdem wird es gerade spät, das wollte ich eigentlich sagen. Es wird gerade spät und ich möchte mal wieder nach Hause. Und ich habe zwischendurch ein paar Zombie-Geräusche gehört. Das ist natürlich auch nicht schön. Wir haben ein bisschen Kohle gefunden, 18 Stück nur. Das ist natürlich, nicht so toll. Was haben wir denn im Digging-Backpack gefunden? Oh, 64, 45. Wisst ihr was? Das ist doch eigentlich genügend, dass wir dann das nächste Ding bauen können. So, Spruce-Saplings, wir haben schon hier ein bisschen davon. So, wir schmeißen mal... Ah, ich will nicht die ganze Kohle dafür rausschmeißen. Haben wir noch ein bisschen sinnlose Sachen, die ich gerne verfeuern möchte? Na, ein ganzes Sapling-Set nicht unbedingt. Ach komm, ich mache mir einfach mehrere Türen, wenn ich was davon noch brauche. Auf der anderen Seite, die sind schön. Na gut, ich schmeiß jetzt einfach ein paar Kohle-Stückchen rein. Weiß gar nicht, ob das reicht oder nicht. Nein, ich will das hier anklicken. So, damit sind die Nacht beschäftigt. Und wir können mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Das macht keinen Sinn. So. Mal gucken, ob die überhaupt was in der Nacht produziert haben. Einen. Glaube ich jetzt nicht ganz, oder? Drei. Okay. Ja, jetzt ist auf jeden Fall wieder die gleiche Routine. Oh Gott, wir haben nur 6000? Ich dachte, wir hätten wesentlich mehr von unserer Tomatenernte. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Aber, ja. Und hier sieht man, wo es noch ein bisschen gehakt hat. Alles nicht so schlimm. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge. Und in der nächsten Folge gibt es Speed, vorschnell, alles Mögliche, noch und nöcher. Denn, ja, also jetzt ist wirklich erstmal früh morgens alles gießen. Dann, glaube ich, werde ich als nächstes wieder ein paar Bäume fällen. Steine haben wir ja genügend für das nächste Bauprojekt. Und dann, sobald es soweit ist, werde ich mich dann wieder zu Wort melden, wenn wir das nächste Gebäude kaufen können. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss!